Jo, hallo Leute, zu Let's Play Halo Spartan Assault oder Assault, whatever. Und ja, wir sind jetzt beim letzten, ja, bei C5 halt, ne. Gerade hat mich alles aus dem Konzept gebracht, genau. Ja, das letzte Kapitel für C zumindest, es geht bis F, also ich glaube, wir haben dann gerade mal die Hälfte geschafft, wenn überhaupt. Ist an sich ja auch nicht immer wirklich lange. Aber, ja, mal gucken. So, dann Entscheidung an der Suprastruktur. Ich kenne Infrastrukturen, aber Suprastrukturen sagen mir gar nichts. Real Shit oder Halo ausgedacht? Aber der Typ, der sieht cool aus. Spartan Davis und die verbliebenen Marines unterstützen die Pioniere bei der Sicherung der Blutsfederanlage. Die Verstärkung der Allianz setzte natürlich alles daran, die Pioniere aufzuhalten. Dank der Scharfschützen waren Davis und seine Männer gerade so in der Lage, ihren Auftrag zu erfüllen. Doch, trotzdem war es für Dreatheus den fünften, ich habe keine Ahnung, Dreatheus, ist mir auch egal, bereits zu spät. Sie konnten nur hilflos zusehen, wie der Planet über ihm am Himmel begann, auseinanderzubrechen. Puh, sieht bestimmt nicht angenehm aus. Gibt es diese Animation in dem Level? Zwinker, ich glaube nicht. So. Sekundärwaffe, keine Plasmapistole. Definitiv keine fucking Plasmapistole. Ich hab auch keine andere Wahl, ne? Ich hab kein Geld, keine Wahl. Fallengelassene Waffen haben weniger Mund. Ja, damit kann ich leben, weil ich sammle selten ein blaues Auge. Schilde laden nur bei. Oh, was? Nö, nö, ein Schild reicht. Ein Schild reicht. Das mit dem Aufsammeln, das geht noch klar. Das geht noch klar. So, dann wollen wir mal loslegen. Alles klar, sichern Sie das Gebiet. Also gibt's jetzt. Jo, die Mission habe ich doch. Entweder ist das die Anfangsmission oder ich habe die Mission. Oder das ist die Mission, die ich gespielt habe, wo ich mir das damals für PC runtergeladen habe. Wow, da ist der Hammer-Typ. Ist auf jeden Fall kräftig. Ja. Jawohl. Alles klar. Oha. Kriegst du? Mission, nein! Ist er gestorben oder was? Wegen dem Techniker? Alles klar, ja, wo ist denn der Techniker? Ich muss mal schauen gerade eben. Wo ich den Techniker finden kann. Der Techniker! Ach so, Leute, das wird auch erstmal. Ich muss hier nach auch erstmal kurz chillen, weil ich meine Batterien aufladen muss. Danach kann ich leider erstmal nichts aufnehmen. Jo, die MP ist ja hier auch mit am Start. Wie geil ist das denn? Und da liegt sie auch. Oh, voll den Double Power, Mann. Oh, wo ist das Techniker? Achso, da kommt. Sehen Sie das Gebiet. Jo, jo, jo. Ziel erfüllt. Ich sehe sie. Den Typen hier muss ich schützen. Boah, ich bin schneller wie Sau jetzt. Keine Muni mehr. Ich muss den eintauschen. Nur von da? Halt immer schön hier einen weglooten. Wo? 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 Ja, ja, bin schon dabei. Alles gut, Kumpel. Gut gemacht.
alles klar, überleben Sie. Wolf! Ich würde mal gerne aufladen gehen. Auf, Diggi, ich bin eh schneller. Bitte schön. Oha! Ich hab keine Money mehr! Alter. Alter Schwede. So langsam wird's. Da ist noch eine Schrot. Das ist natürlich sehr geil, aber nur etwa zwei Schuss. Ich auch immer hier einen weglute. Mission erfolgreich, ich hab gehört, wir haben verkackt. Alter. Das war schon. Das war ein würdiges Ende. War schon gut schwer, muss ich sagen. Muss mich schon richtig abrackern. Oh, weiß ich nicht. Hab gekeult wie eine Hafennote auf jeden Fall, wenn ihr wisst, wie ich das meine. So, Mission C5 hätten wir doch schon mal geschafft. Belohnung plus 75 XP, da wir bestimmt. Ja, eins. Wir haben ja nur 0,5-fache. Obwohl Spartan Davis das Gerät deaktivieren konnte, war Dreyfus 5 nie wieder derselbe sichere Planet wie zuvor. Spartan Palmer kämpfte plötzlich nicht mehr nur gegen Allianzhorden. Sie musste eine Evakuierung leiten. Da während des ersten Angriffs so viele UNSC-Schiffe zerstört wurden, musste sie einen anderen Weg finden, den Planeten zu evakuieren. Und der andere Weg lautet Operation Capture Change. Okay. Ja, das war auf jeden Fall ein lustiges, gutes, unterhaltsames Video. Leider habe ich die letzten beiden nur auf Bronze gemacht. Aber naja, geht ja alles noch. Ja, D, E und F. Die Hälfte hätten wir schon geschafft, Leute. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch fleißig kommentieren. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, beim nächsten Video, im nächsten Part, wenn ihr wollt. Bis dann, ich bin raus und tschüss.